Hallo zusammen! Der Bastler Ken Imhoff aus dem US-Städtchen Milwaukee, Wisconsin hat sich einen eigenen Lamborghini Countach gebaut. Nach dem Vorbild des Films The Cannibal Run schraubte der US-Amerikaner mehr als 17 Jahre an dem Fahrzeug und opferte viel Zeit, Geld und Schmiermittel für seinen Traum. Das Ergebnis ist nicht vom Original zu unterscheiden. Ken Imhoff ist ein Fahrzeugliebhaber, wie er im Buche steht. Ein Bild aus den 60er Jahren zeigt den erst 5-jährigen Ken in selbstgebauten Catcars und Seifenkisten, die er gemeinsam mit seinem Vater angefertigt hatte. Von diesem übernahm er früh die Liebe zu Blechkarossinen und Blei. Den Entschluss, Schicksal und Schraubenschlüssel selbst in die Hand zu nehmen, fasste der Amerikaner im Jahr 1981. Damals lief der Film The Cannibal Run in den Kinos an. Darin zu sehen ein schwarzer Lamborghini. Das Vorbild für jeden Wagen, den Ken selbst bauen wollte. Doch es sollte fast eine Dekade vergehen, bevor Ken sich ans Werk und in die Werkstatt machte und endlich die erste Schraube festzog. Im Jahr 1990 fasste Ken Imhoff den Entschluss, seinen Traum in die Realität umzusetzen. Mit einem geräumigen Garagenraum ausgestattet, machte sich Ken ans Werk und legte zunächst eine hölzerne Schablone im Maßstab 1:1 an. Alleine dieser Schnitt kostete den gelernten Stahlarbeiter ein ganzes Jahr. Die ersten Bauteile finanzierte Ken mit der finanziellen Unterstützung seiner Frau Eileen, die ihm rund $2000 lieh, um Karosserie, Kotflügel und Co. zu bezahlen. Fortan verbrachte Ken seine freie Zeit hauptsächlich in seinem Keller, wo der treibstoffgetriebene Traum langsam Gestalt annahm. Nach dem hölzernen Skelett, das die Grundlage für den Lamborghini bildete, folgten Räder, Türen, Felgen und 5 Schichten Karosserie. Lediglich die Lackierung überließ Ken einen Fachmann, es kostete dem Bastler 25 Stunden, die insgesamt 33 Bauteile einzeln in die Fachwerkstatt und wieder zurück in den Keller zu transportieren. Das Herzstück des Wagens, der Motor, kam ganz zuletzt nach 17 Jahren Bauzeit und vielen nervenauftreibenden Stunden. Für eben jeden V8-Motor hat Ken Imhoff einen Ford auseinandergebaut. Das Bauteil bringt 514 Pferdestärken auf die Straße und lässt den Lamborghini mit bis zu 230 km pro Stunde über die Highways von Wisconsin heizen. All die Schrauben, Rohre und Einzelteile kosteten den US-Amerikaner rund 65.000 US-Dollar. Gemessen an der Zeit, die der Bastler in seinen Traum investiert hat, verkauft er den Wagen schließlich für einen echten Schnäppchenpreis. Knapp 2 Dekaden hat Ken Imhoff an seinem Traumwagen gebastelt, wo er ihn im Jahr 2007 der Weltöffentlichkeit präsentierte. Weil er bei seinen Planungen das Garagentor vergessen hatte, musste er eine Wand einreißen, um den Countach aus seinem Keller fahren zu können. Der Wagen, der Kens ganzer Stolz ist, wurde auf zahlreichen Messen präsentiert und im Jahr 2013 schließlich an einen Interessenten verkauft. Nicht, weil Ken wie zu Beginn seiner Schrauberkarriere in Geldnot steckte, sondern weil er von Anfang an mehr Spaß am Basteln als am eigentlichen Fahrzeug hatte. Getreu dem Motto, der Weg ist das Ziel, wurde der Countach schließlich verkauft und Ken Imhoff wendete sich einem neuen Projekt zu. Einem 1953er Studebaker Starlight Coupé. Auch eine Krebserkrankung im Jahr 2014 konnte den fleißigen Fahrzeugbauer nicht davon abhalten, an seinem neuen Auto zu schrauben. Auf das Geld aus dem Verkauf ist der US-Amerikaner nicht angewiesen, denn sein Lamborghini Countach machte ihn zu einer lokalen Berühmtheit, die gerne als Redner auf Automessen engagiert wird. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.